Hallo meine lieben Streuselschnecken und Brushpen-Verrückten. In diesem Video werde ich wieder einen Brushpen-Vergleich machen, denn in meiner Sammlung sind einige dazugekommen und ihr habt euch eine neue Version des Videos gewünscht. In diesem Video wird es gehen um die Deko-Brushpens von Karin Markers, um die Brushmarker von Karin Markers, um die Faber-Castell Pitt Artist Pen, Copic Chow, Pentel Touch Pens, Winsor & Newton Watercolor Marker, die Fu Denosuke von Tombow, die Style File Marker und natürlich die Tombow Brush Pens. Als erste Erläuterung: Was ist überhaupt ein Brush Marker oder ein Brush Pen? Ein Brush Pen ist ein Stift mit einer Pinselspitze vorne. Eine Pinselspitze ist eine Spitze, die pinselförmig angehaucht ist und eine spitz zulaufende Form hat. Es gibt sie in groß und breit, so wie zum Beispiel die von Karin Marker, oder auch in klein wie die von Tombow Fudenosuke. Mensch, der Name ist echt schwer auszusprechen. Was die Brushpens alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich gut biegen lassen. Deswegen werden sie auch gut zum Lettering benutzt. Die meisten schauen dieses Video vermutlich genau deswegen, weil sie einen neuen Pen zum Lettern suchen. Ganz neu in meiner Sammlung sind die Brush Marker Pro von Karin Markers. Ihr kennt vielleicht schon das Unboxing-Video, in dem ich sie ausgepackt habe. Die Karin Markers sind sehr weich und sehr saftig. Sie sind aber auch sehr flexibel und lassen sich Up- und Downstrokes sehr einfach realisieren. Die Brushmarker von Karin Markers sind nicht wasserfest. Das heißt, man kann sie zum Aquarellieren benutzen, wenn man das denn. Um bei der gleichen Marke zu bleiben, nehmen wir jetzt die Deko Brush Metallic Permanent Marker. Wie der Name schon sagt, sind sie metallisch und permanent und sie sollen auf sehr vielen Oberflächen halten. Wie man es von den Karin Markers schon kennt, sind sie auch sehr, sehr saftig und lassen sich wirklich gut verbiegen. Bei diesen Stiften muss man darauf achten, dass man sie am Anfang schüttelt. Die Faber-Castell Pitt Artist Pen sind wahrscheinlich sehr bekannt. Es gibt sie in vielen verschiedenen Sorten. In diesem Fall benutze ich natürlich den Brush Pen, den erkennt man an dem kleinen B hier oben am Ende. Die anderen gibt es in S, in XS, in M oder halt auch in fetten Versionen. Es gibt diese Stifte auch mit Kalligraphiespitze. Damit könnte man dann solche Sachen wie gotische Textur oder andere Blackletter-Versionen machen. Auch die Pitt Artist Pen lassen sich gut biegen. Also der Downstroke ist ziemlich dick. Sie haben insgesamt aber eine kleinere Spitze, das heißt, sie sind geeignet für Leute, die sehr klein schreiben möchten. Die Karin Markers sind für Leute geeignet, die eher groß schreiben. Ein weiterer Stift für Leute, die gerne klein schreiben oder für Details, ist der Pentel Touch Pen. Er hat eine kleine flexible Spitze, die komplett aus Synthetikfasern ist. Das heißt, sie franzen auch nicht so schnell aus. Die Fasern hier sind gut geeignet für Beginner oder eben auch, wenn man halt gerne klein schreibt. Man sieht es hier, dass der Downstroke dann doch schon sehr klein ist. Man kann aber auch wirklich mit der ganz vorderen Spitze haardünne Linien zeichnen. Da muss man aber aufpassen, dass man dann eben nicht zu leicht wird und so wie hier den Kontakt zum Blatt verliert. Ich nutze diese Stifte aber wirklich sehr gerne, da da auch nicht zu viel Farbe rauskommt. Das heißt, man kann sie auch in den meisten Notizbüchern sehr gut benutzen. Die Downstrokes sind alle schön gleichmäßig, die Farbe läuft auch gleichmäßig aus. Die Stifte sind auch sehr langhaltig, finde ich. Also mir ist noch nie einer davon leer gegangen und ich benutze sie jetzt nicht so selten. Und es gibt sie inzwischen auch in sehr vielen verschiedenen Farben. Dann gehen wir zum nächsten kleinen Stift, zum Fudenosuke von Tombow.
Den gibt es in hart und in weich. Dieser hier ist jetzt der softe, müsste es sein. Man sieht hier auch schon wieder, die Downstrokes kann man sehr dünn und gleichmäßig machen. Es verhält sich da fast wie ein Feinliner. Oh nein, das ist der harte. Genau. Man sieht hier auch einen kaum merklichen Unterschied eigentlich. Das heißt, man kann wirklich auch sehr, sehr, sehr klein lettern, wenn man das denn möchte. Die gibt es gab es lange Zeit nur in Schwarz. Jetzt inzwischen gibt es sie auch in Bunt. Die habe ich allerdings leider noch nicht. Wenn ich sie dann habe, dann werde ich natürlich wieder davon berichten. Brush Pens, die wahrscheinlich jeder kennt, sind die Copic Chow Marker. Die gibt es ja in verschiedenen Spitzen. Die eine Seite hier zum Beispiel ist die Medium Broad. Die kennt ihr ja schon. Die macht einfach solche Striche hier. Und die Pinselspitze eignet sich auch ganz gut zum Lettern. Man kann sehr schöne dünne Striche damit machen. Und wer die Stifte schon kennt, weiß, dass der halt auch sehr fett wird. Was man beim Copic Chow beachten muss, ist, dass wenn man den Downstroke macht, dass er, warum auch immer, die vorderste Spitze nach oben neigt. Das heißt, die berührt dann schon wieder nicht das Papier. Das heißt, man könnte da ein paar Schwierigkeiten bekommen, weil der Stift eben nicht ganz gleichmäßig aufliegt. Das liegt daran, dass die Spitze an sich so ein bisschen rund ist und nicht einfach nur eine Spitze ist. Dann gibt es noch die Style File Marker. Die haben auch wie die Copic Chow zwei Seiten. Auch einmal eine Broad Seite und dann eine Pinselspitze. Die sind auch sehr, sehr saftig in ihrer Farbe. Und man kann da auch sehr schöne Up- und Downstrokes und Kurven machen. Und hier ist das gleiche wie bei den Copic Chows. Die vorderste Spitze hebt sich beim Downstroke ein bisschen ab. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Häkchen. Das kann man natürlich als Stilelement benutzen oder man muss eben aufpassen, wenn man hier hoch und hier runter geht, dass man den Winkel des Stiftes dann entsprechend anpasst. Es ist vielleicht nicht so Anfänger geeignet, aber diese Stifte, weil es halt alkoholhaltige Marker sind, sind dafür eben auch wasserfest. Also man kann dann auch damit mit anderen Copic Markern drüber gehen und sie verwischen sich zum großen Teil nicht. Und wenn sie einmal haften, dann sind sie auch auf dem Papier. Also wenn man dann mit Wasser daran kommt, ist das unempfindlich. Das heißt, die sind auch wetterbeständiger, falls man damit jetzt zum Beispiel Post beschriften möchte. So als kleiner Tipp. Dann haben wir noch die Tombow ABT, die ganz normalen Brush Pens, die ihr vermutlich alle schon kennt. Die haben im Gegensatz zu Chow und Style File Marker eben eine ganz klare Spitze, die gerade nach vorne geht. Die eignet sich daher auch ganz gut zum Lettern. Wie ihr wisst, Upstrokes sind alle ganz dünn, man kann es natürlich auch andersrum machen. Aber worum es ja hier geht, ist der Übergang zu dick und dünn. Und wie ihr seht, klappt das wunderbar. Man kann Spitzen machen, man kann Bögen machen, man kann auch einfach nur Downstrokes zeichnen. Genau, die Farben sind auch sehr saftig, aber auch ein bisschen dezenter. Also in diesem Fall ist der 533er, der ist mehr ein bisschen Pastell und die Kappenfarbe passt nicht so ganz zu dem, was auf dem Papier zu sehen ist. Als letztes gibt es dann den Watercolor Marker von Winston & Newton. Der hat auch zwei Spitzen, eine kleine Spitze, mit dem man Details machen kann, und dann die Pinselspitze, die auch wieder eine richtige Spitze vorne hat. Man kann hier schöne Upstrokes machen. Oh, der ist schon ein bisschen trocken.
Warum ist denn der trocken? Das ist doch noch ganz frisch. Aber wie ihr seht, er lässt sich auch sehr gut verbiegen. Das ist ja jetzt ein blöder Vorführeffekt. Ein kleiner spontaner Tipp am Rande. Wenn die Winsor & Newton Watercolor Marker austrocknen, kann man sie einfach mit Wasser wieder reaktivieren, denn sie sind ja wasserlöslich. Ich habe ihn jetzt ganz kurz eine Sekunde unter Wasser gehalten, also unter fließendes Wasser am Wasserhahn. Und jetzt sind die Farben wieder richtig saftig und kommen gut raus. So, ein kleiner Gratis-Tipp dazu. Und die Farben kann man eben mit dem Pinsel gut verwischen, dafür sind sie gemacht. Das heißt, man kann damit Aquarell malen. Das heißt, das funktioniert so, dass man erstmal eine Fläche anmalt, dann geht man mit einem nassen Pinsel dran und verwischt das alles. Dazu werde ich dann aber vermutlich nochmal ein extra Tutorial-Video machen und dann demnächst auf YouTube hochladen. Dieses Remastering von diesem Video habe ich gemacht für die Seite pinselstifte.net. Das ist eine weitere Seite von mir, auf der ich ganz viele Infos zu Pinselstiften bereitstelle. Denn ich habe mir gedacht, es gibt so viel darüber zu wissen, dass es sich lohnt, eine eigene Infoseite dafür zu machen. Denn wenn man das jetzt bei mir auf dem Blog sucht, der ist natürlich jetzt nicht so ausschlaggebend mit dem Namen Farbcafé, dann wird man sich ein bisschen schwer tun, die ganzen Pinselstifte zu finden. Ich verlinke natürlich wieder alle verwendeten Pinselstifte unterhalb des Videos und in der Blogbeschreibung. Und dann könnt ihr sie euch auch besorgen, denn es gibt nicht alle davon auf Amazon und Co. und auch nicht alle schon in allen Läden. Manche, wie die Karimarker, sind noch ziemlich neu und die gibt es nur beim Hersteller selbst. Daher werde ich euch das nochmal verlinken, damit ihr das auch findet, denn die Webseitennamen sind nicht immer so ganz eindeutig. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!